Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Run Brand Full Face Make-up. Und zwar heute mit der Marke Sleek. Das kennen vielleicht die einen oder anderen, die Müller Drogeriemarkt bei sich haben, denn die Marke gibt es irgendwie gefühlt nur dort oder halt auch im Internet. Ansonsten habe ich die Produkte hier alle netterweise von der lieben Heidi gestellt bekommen. Ich verlinke euch auf jeden Fall den Shop hier unten, dann könnt ihr auf jeden Fall schauen. Sie hat auch tolle Limited Editions, die sie aufkauft und beziehungsweise auch Produkte, die ihr so nicht mehr im Handel findet, könnt ihr bei der lieben Heidi bekommen. So, ansonsten habe ich hier aber auch noch eine coole Marke mit im Boot, und zwar einmal Essence. Da werdet ihr aber gleich noch mehr zu sehen. Wir haben eine Verlosung, also bleibt dran. Irgendwann im Video werde ich bekannt geben, was ihr dafür tun müsst. Und ich habe die neuen Lab-Pinsel, die kennt ihr vielleicht von Rossmann. Auch die verlinke ich euch unten in der Infobox. Beziehungsweise auch noch den Beauty-Blender. Da ist er. Von Lab2. Und auch die werden wir heute mal auf Herz und Nieren testen, was die so können. Ich bin mega gespannt. Das wird so ein cooles Video. Wir starten mit dem Primer. So sieht das gute Stück aus hier von Sleek. Control and Shine Primer. Oil-free, also für Leute mit öliger Haut sehr geeignet. Ich habe allerdings eine Mischhaut, beziehungsweise eine normale Haut eigentlich eher schon. Und muss halt immer gucken, wenn es ölfrei ist, kann es schon mal zu trocken für mich werden. Oh ja, das ist sehr silikonig. Ich verreibe das mal so ein bisschen. Also es deckt auf jeden Fall richtig schön die Poren ab, also beziehungsweise kleistert die ein bisschen zu. Aber das ist ja das, was wir wollen, dass wir halt einfach, ja, im Prinzip porenfrei erscheinen, faltenfrei erscheinen. Das ist das, was unser Primer möchte. Oh, upsala. Das war eine kleine Primer-Fontäne hier. Ich bin geprimed. Als nächstes habe ich hier so einen coolen Illuminator, den ich jetzt einfach so ein bisschen für meinen Glow aufs Gesicht gebe. Und zwar in der Farbe Monaco. Oh, der sieht schon sehr glänzend aus. Ich habe hier so einen coolen Foundation Brush von Lab2B. Und würde das mal... Oh, der ist so weich, der Pinsel. Wow. Und das Produkt, das ist jetzt schon krass scheinend, ne? Also, ich meine, über der Foundation würde ich es, glaube ich, nicht tragen. Aber unter der Foundation könnte es ein richtig schönes glowy Finish geben. Ist sehr weich, also so vom Auftrag her. Könnte jetzt aber auch ein bisschen am Primer liegen, weil der ja doch sehr silikonig war. Fühlt sich alles sehr, sehr samtig an. Pinsel und Illuminator gefallen mir schon mal sehr gut. Jetzt habe ich hier ein auch wieder ölfreies Make-up, und zwar das Cream-to-Powder-Make-up. Muss ich gucken, wie ich damit so klarkomme. Wie gesagt, bei mir kann es immer sehr schnell trocken wirken. Aber wir werden einfach mal sehen. Ihr habt vorne, habt ihr das Make-up drin und darunter, die Farbe passt auf jeden Fall. Und darunter habt ihr auch nochmal so ein Schwämmchen. Die benutze ich eigentlich nie, um das aufzutragen. Ich nehme halt immer gerne einen Pinsel oder meinen Beauty-Blender. Also hautmäßig passt es ungefähr, würde ich sagen. Könnte ein Tacken heller sein, aber wenn ich das gleich gut ausblende, dann sollte das schon funktionieren, denke ich. Also der Pinsel ist echt der Hammer. Richtig gut, kann man damit auftragen. Könnte man schon fast alleine auftragen, aber ich finde, es sieht einfach immer besser aus, wenn man nochmal so einen Blendepinsel, Make-up-Schwamm nimmt. Okay, es wirkt jetzt doch ein bisschen orange-gelber als am Anfang. Müssen wir gleich mal gucken, wie das so wirkt, wenn es verblendet ist. So. Jetzt nehme ich mal dieses Make-up ein. Ich habe es halt einfach ein bisschen nass gemacht, ein paar Mal ausgedrückt halt. Solltet ihr am Anfang immer machen, wenn ihr neue habt, damit es einmal komplett gereinigt. Es fühlt sich so ein bisschen fest an. Aber ich glaube, man kann ganz gut damit ausblenden. Es ist halt immer so ein bisschen schwierig, wenn man es das erste Mal benutzt, ne? Die meisten Beauty-Blender werden einfach besser, je öfter ihr die benutzt habt, weil dann einfach schon so ein bisschen Produkt halt immer in den Beauty-Blender drin ist, auch selbst wenn ihr das auswascht, ihr habt immer so ein bisschen Make-up mit drin, und dadurch lässt sich einfach alles irgendwie immer ein bisschen besser verblenden, finde ich. Aber so performt er auf jeden Fall ganz gut, finde ich. Gefällt mir und sieht alles ein bisschen natürlicher aus. Ich habe alles ausgeblendet. Man sieht, es ist ein bisschen zu gelbstichig für meinen Hautton,
Und es hat eher so eine leichte bis mittlere Deckkraft und hier kommen doch so ein paar Unebenheiten bzw. so Rötungen auch noch mit durch. Aber was für den Alltag auf jeden Fall gut. Jetzt haben wir hier eine Corrector, ein Concealer Palette. Vielleicht hätte ich den Corrector einfach vorher verwenden sollen. Hätte vielleicht mehr Sinn gemacht, aber ich habe jetzt nur an den Concealer gedacht. Und zwar ist es hier so eine süße Palette. Boah, ich liebe diese Paletten von Sleek, die sehen immer so hochwertig aus. Wir haben einen Corrector, wir haben einen Concealer und wir haben ein Setting Powder. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zuerst mal in den Concealer hier auch mit dem Foundation Brush. Ich mische das Ganze ein bisschen mit diesem Corrector, weil das eine ist ein bisschen gelbstichiger und das andere ein bisschen rosastichiger. Das könnte ganz gut zu meinem Hautton passen. Oder ist sehr deckend, Leute. Das könnte problematisch werden, weil ich halt schon so ein paar Fältchen unter den Augen habe. Und der setzt sich dann meist immer ganz gerne da rein, wenn der so fest ist. Aber wir werden mal sehen. Wir geben dem Ganzen mal eine Chance. Für mich sind immer so ja, Lightweight Concealer die bessere Lösung. Beziehungsweise für jeden, der einfach schon so ein bisschen Fältchen hat. Und da habe ich auch einen, aber der ist leider viel zu dunkel. Und zwar den Luminaire Highlighting Concealer. Den hätte ich echt super gern getestet, aber der ist quasi ein Bronzer für mich. Wir können den vielleicht ein bisschen zum... sag mal schnell zum Contouring nehmen, weil der so dunkel ist. Guck mal. Es ist ja quasi schon so eher eine Bronzing-Farbe, würde ich sagen. So, das Ganze verblende ich jetzt wieder. Eine extrem gute Deckkraft, aber das, was ich gesagt habe, ist leider immer so bei so festen Produkten, dass sich das einfach in die Fältchen so ein bisschen einsetzt. Jetzt benutze ich natürlich auch noch das Puder, ein bisschen um zu setten und nehme da den Buffing Brush von Lab2B. Der ist so ein bisschen fester gebunden. Ich bin mal gespannt, wie das hier so funktioniert. Wirkt schon fast wie so ein Banana Powder, so ein bisschen gelblich. Die Produkte sind, glaube ich, alle so ein bisschen auf den gelblichen Unterton abgestimmt. Und sette das Ganze, ich sette auch meine Augen, einfach so schon mal gleich für den Lidschatten. Ganz leicht, nie zu viel Puder, Leute. Sonst wirkt es immer so ein bisschen cakey. Als nächstes überlege ich, was wir jetzt benutzen. Ich habe so eine Blush-Palette. Die ist aber sehr orangestichig. Ich glaube, ich benutze die einzelnen Blushs. Und zwar ist das eine Blush sogar, glaube ich, ganz gut als... das ist es nicht. Das kann man als normales Blush benutzen. Aber ich habe eins, das könnte ich, glaube ich, sogar als Bronzer benutzen. Das sieht richtig cool aus. Sieht aus wie so ein Bronzer für einen hellen Hautton. Guckt euch das mal an. Da bin ich so gespannt drauf. Es ist eigentlich ein Blush, aber ich will das als Bronzer benutzen. Da nehme ich auch wieder hier diesen Pinsel für. Gehe mal erst so ein bisschen ganz leicht rein. Oh ja, das ist wirklich so ein ganz, wow, ein ganz, ganz dezenter Bronzer. Das finde ich richtig cool, so für den Alltag. Wenn man jetzt nicht so richtig direkt mega geschminkt aussehen möchte. Wie gefällt euch das? Finde ich echt total schön. Sehr dezente Farbe. Sieht man seltener. Ich meine, es ist ja auch eigentlich kein Bronzer, es ist ja eigentlich ein Blush, aber gefällt mir als Bronzer sehr gut. Ja, mega natürlich, oder? Also es gefällt mir richtig gut. Aber wir nutzen jetzt auch noch das andere Blush und zwar mit diesem, ja, es ist eigentlich ein Contour Brush, aber der ist halt wirklich ganz weich und das finde ich immer wichtig für Blush, damit es nicht so extrem aussieht. Und dann benutzen wir auch, oh ja, das ist nämlich schon sehr pigmentiert, wie ihr seht. Ein schönes Pink. Das macht so ganz krasse Apfelbäckchen. Das gefällt mir jetzt zu dem Look ganz gut, weil der Bronzer auch nicht so extrem ist, vor allem nicht so orangestichig ist. Und dann passt so ein Pink, finde ich, eigentlich immer ganz gut dazu. Ein bisschen noch auf die Nasenspitzen, das mag ich immer ganz gerne. Ja, die Foundation trägt sich leider ab. Ich glaube, ihr seht das schon, ne? Das ist noch nicht so mein Favorite, muss ich sagen. Als nächstes nehmen wir den Highlighter, würde ich sagen. Und zwar habe ich da einmal so eine coole Highlighting-Palette. So sieht das aus. Ich pack die mal kurz aus und die sieht so schön aus. Oh mein Gott. Copper Plate 1176 heißt die. Und die ist so schön. Falls ihr den Haul schon gesehen habt, falls ich den schon online hochgestellt habt, dann seht ihr, wie wunderschön die ist. Oh mein Gott, die Sterne, die ist so toll. Ich glaube, das wird meine Lieblings-Highlighter-Palette nach der Luvia-Palette. Okay, wir testen das Ganze. Ich bin noch nicht sicher, aber ich glaube, ich nehme hier diesen Rosé-Goldton. Der hat auch noch so einen Goldschimmer, so ganz dezent mit drin.
Und ich glaube, da ich jetzt keinen Highlighting Brush habe, nehme ich nochmal diesen Contour Brush, dipp da so ein bisschen rein und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Oh, das ist so ein ganz dezenter Highlighter. Oh, okay, so dezent ist er auch nicht. Aber schön, so goldig und wow, gefällt mir mega gut. Wow. So, also es ist schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen edler halt, ne? Ist jetzt nicht so ein bisschen trashy Highlighter. Ich würde aber gerne auch nochmal die anderen Farben benutzen. Jetzt nehme ich einfach mal hier diesen noch für mein Nasenhighlight. Oh ja, der ist auch sehr schön. Ein bisschen braun, glaube ich, ne? Also der ist halt sehr, ich glaube, der wird zu dunkel für mich sein. Mega schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Schöne Palette. Kommen wir jetzt direkt mal zu den Augen, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben die Augenbrauen vergessen. Gleich jetzt natürlich spannend. Ich habe euch ja versprochen, es geht um Schlupflider. Einmal schminken wir eine Seite, wie wir die Schlupflider halt korrigieren können, beziehungsweise das Schöne aussieht. Und einmal genau die falsche Technik für Schlupflider. So, jetzt gucken wir mal. Und zwar ist das hier so ein Brow Intensify. Da habt ihr einmal so einen goldenen Highlighter für unter dem Brauenbogen und ein Augenbrauengel, was allerdings schwarz ist. Ich glaube nicht, dass ich das verwenden kann. Ich muss mal gucken. Ich mache das mal ganz relativ sauber und gucke mir das mal an, ob ich das vielleicht doch irgendwie noch benutzen kann. Vielleicht so ganz leicht. Doch, so ganz leicht geht es tatsächlich. Aber ich muss halt schon sehr aufpassen. Sonst wird es zu dunkel für meinen Geschmack. Beziehungsweise für mein... Oh, da habe ich daneben gemacht. Ich habe da vorne auch so ein Bürstchen. Damit könnt ihr das auch so richtig krass einfärben. Aber ich glaube, ich brauche trotzdem noch ein anderes Produkt dazu. Da bürste ich jetzt einmal hier durch. Ich habe hier von Lab auch noch so ein, ja, so ein Augenbrauen-Spoolie mit einer Bürste und so einem kleinen Kämmchen. Könnte ich mir auch richtig praktisch vorstellen, wenn man die Augenbrauen färbt. So, kämme hier einmal durch und dann benutze ich hier mein Augenbrauen-Kit von 183 Days. So, jetzt haben wir es. Und fahre dann einmal so meine Augenbrauen nochmal ein bisschen nach, damit ich die in Form habe. Weil das andere war leider deutlich zu dunkel. Die liebe Heidi hat mir ja, ein paar Lidschattenpaletten zugeschickt. Eine könnt ihr davon auch gleich gewinnen, aber dazu später. Ich habe mich hier für diese Ivy Vine Palette entschieden. Die finde ich sehr, sehr schön. Die hat auch richtig so meine Töne, die ich einfach mag. Und sieht wieder auch in dieser schwarzen Verpackung sehr edel aus. So. Haben wir hier so ein kleines, eine kleine Folie, wo man die Namen drauf sieht und guckt euch die mal an, ist mir schön. Also ich finde die Farben richtig toll, die Zusammenstellung, alles sehr, sehr gelungen. Und damit schminken wir jetzt unseren Augenlook, beziehungsweise habe ich euch ja was vorangekündigt. Eine Seite schminken wir komplett falsch für Schlupflider. Ihr seht, ich habe hier auch so ein bisschen Schlupflider. Und eine Seite schminken wir richtig. Ich würde sagen, wir fangen mit der falschen an und da zeige ich euch alles, was ihr falsch machen könnt. Damit fangen wir an, natürlich mit einer dunklen Farbe. Ich weiß nicht, warum da so viele zu greifen. Wir nutzen hier diese und schminken hier die falsche Seite und da hinten die richtige. Viele nutzen einfach nur eine Farbe und die ist noch nicht mal dunkel genug und wollen sich irgendwie damit ein Smoky Eye komplett schminken. Ich verstehe das nicht, wie das geht runter, so einen schönen Balken, und sie schminken nur in diese Lidfalte rein. Das ist das Problem. So. Gern dann auch noch ein Kajal mit dabei, ne? Schön in die Wasserlinie, weil das verkleinert das Auge optisch nochmal. Also je dunkler ihr geht, desto mehr verkleinert es halt einfach. Ihr seht das schon, glaube ich, ne? Ich habe schon keine großen Augen und es ist einfach übertrieben klein jetzt einfach, dass es wirkt. Dann noch einen Eyeliner am besten nehmen und den schön dick auf das Auge setzen. Kleine Eyeliner sind gar nicht schlecht, aber so dicke, klobige Wings, die sind halt wirklich nochmal augenverkleinernd. Ich glaube, ihr könnt erkennen, was ich meine, ja? So, jetzt benutze ich noch ein Mascara und natürlich noch schön schwarz tuschen, was ja doch die Augen eigentlich eher größer macht
Allerdings in der Kombination, alles dunkel, wirkt halt alles sehr, sehr klein, ne? So. Das ist die Seite, wie ihr es nicht machen solltet. Ich muss mir das selber gerade erstmal angucken. Oh mein Gott. Es fiel mir schon schwer, das so zu schminken, ganz ehrlich, weil das so ein bisschen gegen meine Prinzipien geht. Jetzt schminken wir natürlich noch die Seite gegen Schlupflider. Schlupflider erkennt ihr immer daran, wenn so eure obere Haut auf eurer unteren Haut hängt. Wenn man natürlich so guckt, sieht man jetzt eher wenig. Guckt man aber jetzt zum Beispiel so, sieht man schon, dass halt diese Falte eher hier drüber... Ich muss so gucken natürlich, weil ich jetzt die ganze Zeit im Spiegel gucke. Dann sieht man, dass diese Falte hier doch so ein bisschen drüber hängt. Und das versuchen wir jetzt einfach zu korrigieren. Und zwar mit ein paar ganz einfachen Tricks. Erstmal fangen wir an mit einem hellen Eyeliner. Das ist jetzt zum Beispiel weiß. Ihr könnt aber auch so einen hautfarbenen nehmen und setzen uns den in die Wasserlinie. Ganz einfach, weil das euer Auge wesentlich größer erscheinen lässt gleich im Zusammenhang. Das ist der Olala-Liner von Sleek in 318 White Noise. So, dann gehen wir über und machen jetzt unsere Lidfalte ein Stückchen höher. Also wir versetzen die im Prinzip. So, dafür benutze ich jetzt gerne mal so einen Blendebrush. Damit habt ihr alles schön verblendet, nicht so eine harte Kante wie hier. Und wir fangen an mit einer hellen Farbe. Hier ist zum Beispiel ein reines Weiß drin. Gucken wir mal, wie das so performt auf dem Lid. Das ist ein ganz, ganz neutraler Ton. Damit sette ich jetzt erstmal mein Lid, damit man gleich auch alles schön verblenden kann. So, jetzt nehme ich mir eine etwas hellere Farbe. Und zwar hier dieses schöne rosé-schimmernde. Das sieht immer ganz nett aus, finde ich. Sieht auch so ein bisschen, ja, alltagstauglich, falls ihr das jetzt hier hört, dieses Piepsen, das ist von der Waschmaschine. Den können wir aber am besten anscheinend mit dem Finger auftragen. Dann habt ihr so ein bisschen mehr Wumms vom Schimmer her. Das ist immer so ein Tipp halt bei Metallic-Tönen. So. Dann gehen wir jetzt hin und nehmen uns einen dunkleren Ton. Und zwar finde ich den hier ganz schön. Den setzen wir uns jetzt hier außen auf aufs Lid. Und blenden uns das jetzt schön hier rein. Statt so einem dicken Eyeliner haben wir einfach ein bisschen Farbe mit drauf. Einen kleinen schönen Eyecatcher. Und blenden uns den jetzt nach oben hin. Nicht hier in diese Falte, so wie hier drüben, sondern einfach weiter hoch. Und wenn das noch nicht so ganz sauber aussieht, das ist auch nicht schlimm. Wir können gleich wieder mit einem hellen Ton drüber gehen. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal eine neue Lidfalte geschaffen. So, jetzt nehme ich wieder diesen etwas kleineren Lidschattenpinsel von LAC und gehe in diesen etwas dunkleren Ton und vertiefe diese Lidfalte hier oben über meiner realen Lidfalte etwas und gehe auch hier drunter etwas hin. Dass wir so eine Art Smoky Eye, aber in so einem schönen Auberginenton schaffen. Nehme wieder diesen fluffigen Blendebrush und verblende das Ganze ein bisschen. Auch nicht zu sehr nach vorne gehen, damit verkleinert ihr euer Auge halt auch wieder optisch. Also der Pinsel, der ist sehr gut hier, dieser Blendepinsel, der andere gefiel mir auch sehr gut. Kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen Lust auf Farbe habt oder Schimmer, nehmen wir jetzt mal hier so dieses Goldige und setzen wir uns das einfach noch hier als Topper, so als kleines Holo mitten aufs Auge. Und verblenden das auch wieder ein bisschen rein in den Lidschatten, dass das Ganze schön aussieht. Jetzt seht ihr, habt ihr schon einen viel wacheren Blick. Und jetzt nehme ich mir einfach nochmal hier diesen hellen Ton, um das Ganze hier so ein bisschen fluffiger zu verblenden, das ein bisschen nach oben hin etwas heller zu gestalten. Was jetzt auch noch wichtig ist, jetzt nehmt ihr euch noch so eine etwas hellere Farbe, beziehungsweise hier dieses schöne, was wir so auch schon für die erste Lidfalte genommen haben, und setzen uns das hier drunter. Wir setzen uns das nicht in die Wasserlinie, sondern wirklich nur drunter, um das Auge auch wieder so ein bisschen zu vergrößern. Smoken das so ein bisschen aus, aber auch nur so bis zur Mitte. Und dann nehmen wir uns wieder einen hellen Ton. Könnt ihr jetzt entweder das Weiß oder vielleicht sieht das Schimmer auch ganz schön aus. Wir gucken jetzt mal und setzen uns das rein. Ich glaube, wir nehmen hier diesen Schimmerton nochmal mit dem Finger auf. Und den kann man sich auch schön hier in dieses Inner Corner Highlight geben. Und setzen uns das noch so ein bisschen drunter.
So, ich glaube, das habt ihr so einigermaßen schon verstanden, wie das Prinzip so funktioniert. Was jetzt natürlich auch noch wichtig ist, immer sind Lashes. Lashes vergrößern euren Blick total. Ihr dürft nicht die so richtig dicken nehmen, das kann auch schon wieder ein bisschen schwierig wirken, sondern so ein paar ganz natürlichen. Jetzt habe ich ja diese Magnetic Lashes und jetzt probieren wir einfach mal ein paar aus. Ich würde sagen, wir nehmen hier diese, was sind das für welche, Glamour Lashes. Wir probieren die mal aus. Jetzt habt ihr ja einmal diese oberen Lashes und dann habt ihr hier so kleine Lashes, die ihr unten dran klippen müsst. Ich weiß nicht, ob das jetzt klappt, wenn ich das mit der Kamera mache. Ansonsten mache ich es halt einfach kurz ohne euch, weil es ist so ein bisschen tricky, muss ich sagen. Also ihr habt oben Magnete drin, ihr habt unten Magnete. Jetzt muss man das oben festhalten und, achso, ich habe es falsch. Die Wimpern von unten dann dagegen. Ja, kleben ist es ja nicht, ne? Magnetisieren. Okay, eins hat schon mal geklappt. Tatsächlich hat es beim ersten Mal geklappt, mir ist nur die Wimper runtergefallen. Jetzt seht ihr, wie schön das einfach aussieht im Gegensatz zu diesem Auge. Also ich glaube, ihr könnt den Unterschied erkennen, oder? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Ja, kommen wir natürlich auch zur Verlosung, bevor wir mit den Lippen anfangen. Und zwar möchte ich euch natürlich auch so ein schönes Set verlosen mit diesen coolen, sogar Glitter-Lashes. Wie cool ist das bitte? Habe ich noch nie gesehen. Dann bekommt ihr eine krasse Palette. Oder warte mal kurz. Bevor ich euch die Palette zeige, kriegt ihr natürlich auch die Tools dazu. Einmal diesen Magnetic Lash Applikator. Ihr bekommt den Kamm dafür, beziehungsweise das Bürstchen. Ihr bekommt noch ein Matte Me Metallic in so einem schönen Rosenholzton. Den finde ich auch sehr, sehr schön. Und dann kriegt ihr die Eyelust-Palette. Und zwar ist das diese coole Smoky-Palette. Ich denke, Smoky machen so die meisten. Das könnte die meisten von euch gefallen. So sieht die aus. Und ihr habt auch so ein Bürstchen bzw. Applikator mit drin. Was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur Abonnent meines Kanals zu sein, mir auf Instagram zu folgen. Link schicke ich euch in die Infobox. Und natürlich dem Video einen Kommentar verfassen und einen Daumen nach oben geben. Ist egal, was ihr schreibt. Ich gucke mir einfach eure Kommentare an und der Liebste gewinnt dann. Alles andere, also wohin ich schicke bzw. wann ausgelost wird, findet ihr auch wieder in der Infobox. So, jetzt kommen wir natürlich noch zu den coolen Lippenprodukten. Ich überlege jetzt beide Augen schön zu schminken, weil wir wollen noch einen schönen Look daraus kreieren, habe ich mir gedacht. Und zwar nehmen wir natürlich wieder die interessantesten Produkte. Und zwar der Olala Liner. Das ist so ein bisschen dunkleres Lila. Mit diesem Matte Me in diesem Fliederton. Ich glaube, das sieht richtig cool aus. So die Umrandung steht. Ich finde es immer ein bisschen schwierig aufzutragen, wenn man gerade spricht. Das Lila ist krass, oder? Wow. Die Deckkraft ist nicht ganz so gut. Ich denke mal, aber beim zweiten Mal wird es besser. Aber die Farbe ist ja wohl mal heftig. Leute, ich bin verliebt. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen zu 90er-mäßig, so mit diesem dunklen Umrandungsstift. Aber ich meine, 90er, hallo, sind gerade wieder voll im Kommen. Buffalos, ne, und so weiter. Was ist euer liebstes 90s? 90s. Euer liebstes 90s-Teil. Euer liebstes... Oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Euer liebstes 90s-Teil. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Das würde mich mega interessieren. Ne? Also ich habe Buffalos geliebt in den 90ern. So, also mir gefällt es auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich würde sagen, wir reviewen kurz so ein bisschen die Produkte und am Ende gibt es noch ein paar Beauty-Shorts. Wir haben angefangen mit dem Primer. Der war ein bisschen zu Silikon. Ich hatte aber alles schön abgedeckt. Also eigentlich ein ganz gutes Produkt. Den Illuminator, den fand ich richtig cool. Hat auf jeden Fall einen schönen Glow gegeben. Das Make-up war mir... Passte für meinen Hauttyp einfach überhaupt nicht. Ihr seht auch, wie sich das wieder abgetragen hat, leider. Ich habe dem gerne eine Chance gegeben, aber ich bin halt einfach auch kein Typ, der zu öliger Haut neigt. Also kann mein Make-up auch gerne Öl enthalten. Dann hatten wir den Blush. Den fand ich richtig super, genauso wie den anderen Blush auch total gut. Dann hatten wir den Highlighter. Die Palette ist der Hammer. Die ist so schön, finde ich. Lidschatten auch total super. Und ja, den weißen Liner fand ich auch ganz gut,
Aber der hält nicht so gut. Ich bin mir aber nicht sicher gewesen, habe ich euch am Anfang gesagt, ob das jetzt wirklich auch ein Eyeliner ist oder nur ein Lippenpencil. Wobei ich in Weiß schon gedacht hatte. Augenbrauengel war gut, war halt nur nicht die passende Farbe für mich. Was hatten wir noch? Hier die Lashes. Die finde ich richtig geil. Oh mein Gott, die werde ich so im Alltag tragen. Ich finde das richtig cool. Ich habe nämlich keinen Bock, morgens vor der Arbeit irgendwie Lashes zu kleben. Und da macht ihr einfach nur klack, klack und dann schon habt ihr die dran. Und selbst wenn ihr euch irgendwann nervt, ihr könnt die einfach abmachen, ohne dass ihr irgendwelche Wimpernreste habt oder so. Vom Mascara war ich nicht so begeistert. Der war irgendwie, der hat so gefühlt gar nichts gemacht, außer die Härchen so ein ganz klein bisschen verlängert. Die Pinsel waren, die ich benutzt habe, alle total super, fand ich. Habe ich irgendwas auszusetzen? Nö, eigentlich nicht. War echt, also alles richtig, richtig gut. Dann kommen wir zu den Lippen. Oder habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Total super. Der Liner geht richtig gut so in einem buttrig rüber. Und auch der ist natürlich auch eine schwierige Frage. Also man muss halt schon zweimal drüber gehen, um so eine schöne Deckkraft hinzubekommen. Ansonsten ist der eher so ein bisschen weniger pigmentiert. Ja, das war's. Jetzt machen wir ein paar Beauty-Shots. Mega cool. Ich freue mich richtig darüber. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch das Video wieder gefallen hat. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps mit den Schlupflidern mitgeben. Ich hoffe, ich versuche jetzt immer irgendwie sowas mit einzubauen. Findet ihr das gut? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr euch das nächste Mal wieder einschaltet. Ich verlinke euch hier zwei neue Videos. Ansonsten hier ein Abo-Knöpfchen, falls ihr noch kein Abonnent sein solltet. Ich sage Tschüss und bis dahin. Eure Laura.